Hallo, ihr fabelhaften Zwillinge-Geborenen und Zwillinge-Aszendenten. Ganz herzlich willkommen zu meinem Liebeshoroskop für den Mai 2017 und herzlichen Glückwunsch an alle diejenigen, die im Mai Geburtstag haben. Ja, ihr Lieben, es ist ein Monat, um in die Flirtoffensive zu gehen. Mars in eurem Zeichen macht euch mutig und sexy und die Venus spielt auch mit. Solange ihr ehrlich bleibt und mit offenen Karten spielt, kann es ein toller Monat werden und ihr könnt viel Spaß haben. Mehr dazu gleich. Jetzt erst noch ein Hinweis. Nachher gibt es noch mal eine Verlosung. Also bleibt dran bis zum Schluss des Videos. Jetzt zu eurem Erlebnishintergrund. Die Aspekte, die langfristig auf euch wirken. Da ist sehr spannend und sehr sexy in diesem Monat, dass ihr Lilith im Schützen im Partnerhaus habt hier. Und das bedeutet eben, dass Zwillinge Herren in Kontakt mit einer Frau kommen können, die ihnen besonders wild und spannend und exzentrisch vorkommt und sie unheimlich fasziniert. Und die Zwillinge Damen können entweder mit der eigenen inneren Göttin in Kontakt kommen, oder eben auch eine Begegnung haben, die das Thema bei ihnen stark betont. Es kann aber für Zwillinge Frauen auch eine Konkurrentin sein, die also auch dann bei ihnen im Partnerhaus ist, sie auch auftaucht, wenn sie sich vielleicht gerade um einen schicken Verehrer bewerben. Also da müsst ihr ein bisschen aufpassen. Im besten Falle ist natürlich Lilith auch eine Solidarität unter Frauen. Ja, da fällt mir die Geschichte ein von Annette Meisel. Die hat ja das Buch geschrieben, Fünf Männer für mich. Und die hat eine Geschichte erlebt, wo sie einen Liebhaber aufgesucht hat. Und der war aber gerade mit einer anderen jungen Frau zugange. Und dann haben die beiden Frauen sich einfach zusammengetan und haben den Liebhaber gemeinsam vernascht. Und das Ergebnis war, dass diese beiden Frauen bis heute befreundet sind. Das ist natürlich top, wenn sich sowas ergibt. Das ist ein ganz toller Lilith-Moment. Die Annette hat auch eine Sonne-Lilith-Konjunktion im Geburtshoroskop. Wenn er natürlich sowas erlebt, dann wäre das besonders prickelnd. Aber man muss eben realistischerweise auch sagen, es kann auch eine Konkurrentin sein, mit der man sich den Angebeten vielleicht nicht teilen möchte. Aber das Thema, die innere Göttin und die eigene weibliche Kraft wird jedenfalls diesen Monat stark beleuchtet. Und dann kommt eben noch dazu, dass der Mars ja an eurem Zeichen steht, den ganzen Monat über in den Zwillingen. Und der bildet in den ersten Tagen des Monats halt auch noch eine Opposition zur Lilith. Also das heißt, die Stimmung ist wirklich aufgeheizt, es wird wild geflirtet und ihr seid wahrscheinlich ganz vorne mit dabei und geht wahrscheinlich auch keiner heißen Affäre aus dem Weg. Das ist ja auch alles sehr schön. Wichtig ist eben nur, dass dabei mit offenen Karten gespielt wird. Die Opposition zu Lilith spüren in diesem Monat besonders diejenigen, die zwischen dem 28. Mai und dem 4. Juni Geburtstag haben. Und wie gesagt, bis zum 4., 5. Mai dann auch noch die Opposition von Mars dazu. Also ganz, ganz heiß, diese Konstellation. Dann ist für viele noch wichtig, dass ihr Neptun im Quadrat, also in Spannung zu eurer Sonne, stehen habt. Neptun steht für euch im 10. Haus, zeigt für manche Zwillinge einen schwierigen, weil unklaren Chef an oder eine unklare Karrieresituation. Aber für die Liebe heißt es einfach, dass es Affären geben kann, wo Heimlichkeiten stattfinden oder wo jemand einfach noch eine geheime Agenda hat, noch in einer anderen Beziehung ist, vielleicht nicht drüber spricht. Oder wo man sich auf jemanden einlässt, der im Grunde schon weiß, dass er gar keine wirkliche Beziehung will. Alle solche Sachen können da eine Rolle spielen. Und deswegen habe ich auch am Anfang gesagt, das gilt natürlich auch für euch selber. Ihr könnt viel Spaß haben, wenn ihr ehrlich seid und mit offenen Karten spielt. Und damit könnt ihr selber eben auch vermeiden, dass es zu Schwierigkeiten kommt, weil sich jemand getäuscht sieht. Und diesen Aspekt spüren in diesem Monat besonders die Geburtstagskinder, die zwischen dem 1. und dem 5. Juni Geburtstag haben. Und die haben dann gleichzeitig auch noch vom 7. bis 12. Mai den Mars, der ja hier für euch im eigenen Zeichen steht, im Quadrat zu diesem Neptun. Also das erhöht dann nochmal die Spannung und auch die Gefahr, dass man sich auf eine heiße Affäre einlässt, wo dann am Ende vielleicht doch eine Täuschung draus hervorgeht. Für euch ist auch noch wichtig, dass Lilith, also ganz allgemein jetzt für alle Zwillinge, dass Lilith im Partnerhaus einfach auch bedeutet, dass vielleicht jetzt auch Heimlichkeiten auffliegen. Ja, wenn ihr also was Heimliches laufen habt und vielleicht auch so einen Druck spürt, das wäre typisch Lilith, die will authentisch sein, die will ehrlich sein, die will, dass das aufhört, dass so eine Affäre immer geheim bleiben muss. Und dann
Tut man vielleicht unbewusst Dinge, die dazu führen, dass das auffliegt? Also angenommen, ihr seid vielleicht in einer Verbindung mit jemand, der noch eine andere Partnerin habt, ja, dann lasst ihr das vielleicht irgendwie doch durchsickern, dass die andere das rauskriegt und dann kommt es eben zum Knall. Aber Lilith wäre dann froh, weil dann ist es endlich auf dem Tisch, dann ist es endlich mal ausgesprochen. Das ist einfach auch ein Thema für euch. Nicht nur in diesem Monat, weil Lilith ja noch bis November in eurem Partnerhaus stehen wird, aber in diesem Monat kann es wirklich besonders dazu kommen, weil sich ja einige Konstellationen zuspitzen und eben einfach auch der Mars jetzt hier in einer Opposition zur Lilith steht. Und der Mars macht euch sowieso ein bisschen mutiger als sonst. Und gerade zu Anfang des Monats kann es eben passieren, dass ihr dann echt mal mit der Faust auf den Tisch haut und sagt, dieses Schluss mit den Heimlichkeiten. Also müsst ihr euch halt vorher überlegen, was dann die Konsequenzen wären. Wenn ihr die tragen wollt, dann wäre das der Monat vielleicht, um sich da einfach mal, um einfach mal die Karten auf den Tisch zu legen. Genau. Dann habt ihr nämlich auch noch den Jupiter, den Glücksplaneten, ja im guten Aspekt zur Sonne stehen. Er steht hier für euch im fünften Haus der Lebensfreude und macht euch eben auch Lust, was Schönes zu erleben. Und der wird also auch fast gleichzeitig mit dem Neptun auf euch einwirken. Das heißt, hier haben wir eventuell die heimliche Affäre und hier haben wir die Lebenslust. Ja? Und das Ganze wird sich dann auch noch mit Mars verbinden. Auch so etwa zwischen dem 7. und 12. Mai und dann seid ihr vielleicht noch mutiger als sonst und lasst euch eben entweder auf was ein, was dazu führt, dass die Sache am Ende auffliegt oder ihr beschließt eben selber, dass da jetzt mal reiner Tisch gemacht werden muss. Also insofern ist das auch ein sehr spannender Monat für euch. Nur denkt eben vorher drüber nach, ne, ob ihr dann die Konsequenzen auch tragen wollt. Genau, dann habt ihr einen Aspekt zu Uranus, auch einen günstigen Aspekt auf eure Sonne. Der steht hier im 11. Haus der Freundschaften, macht einen schönen Aspekt zur Zwillinge-Sonne und macht euch sehr inspiriert und zeigt auch, dass ihr witzige Freunde habt oder neue Freunde findet und das auch recht spannend und unterhaltsam ist bei euch im Freundeskreis. Ja, und dann gibt es ja auch noch die Zwillinge, die eben Saturn im Partnerhaus besonders empfinden. Der steht ja auch noch für euch im Partnerhaus. Also das nochmal ein Hinweis darauf, dass die Konsequenzen, falls eine heimliche Liebschaft auffliegen sollte, schon auch sehr ernsthaft sein können. Ja? Saturn ist eigentlich die seriöse Beziehung oder eben jemand, der es auch wirklich ernst mit euch meint. Und den könntet ihr eventuell verlieren, wenn ihr dann noch eine zweite Liebschaft am Laufen habt. Denn Saturn fordert halt auch Konsequenzen. Und diese Opposition zu Saturn im Partnerhaus spüren in diesem Monat besonders die Geburtstagskinder, die zwischen dem 14. und 21. Juni Geburtstag haben. Und da kommt dann Ende des Monats, so ab dem 25. bis Ende des Monats dann dazu, dass auch da dann der Mars in Opposition zu Saturn gehen wird und auch wieder euch provoziert, vielleicht etwas zu tun, was irgendeine Sache auffliegen lässt. Genau, aber dazu kommen wir gleich noch im Einzelnen, wenn wir nämlich jetzt auf die aktuellen Konstellationen eingehen. Und da schauen wir erstmal, was der Neumond macht vom 26. April, der das Thema für die nächsten Wochen so ein bisschen vorgibt. Und der steht jetzt bei euch im 12. Haus. Das ist gut für spirituelle Zwillinge. Zum Beispiel könnt ihr da überlegen, ob ihr vielleicht eine neue spirituelle Übung anfangen wollt in den nächsten 4 Wochen. Es ist aber auch wieder ein Hinweis darauf, dass vielleicht andere Zwillinge, die jetzt gar nichts mit Spiritualität zu tun haben in der Liebe, auch was Heimliches am Laufen haben. Also da haben wir dann wieder dieses Thema. Und da wäre dann auch zu überlegen, für euch mal drüber zu meditieren, wie ihr damit in den nächsten Wochen umgehen wollt mit so einer Geschichte. Dann haben wir am 30. Jahr den Tanz in den Mai. Ist auch wieder heiß für euch, ne? Weil Mars eben im Zeichen Zwillinge steht. Macht euch mutig, verspielt, bringt da also diese typischen Zwillinge-Eigenschaften voll raus. Und das Ganze eben in Opposition zur wilden Göttin Lilith. Da könntet ihr euch vielleicht auch in einer Situation um Kopf und Kragen reden beim Flirten. Passt da einfach ein bisschen auf euch auf. Am besten ist natürlich, wenn ihr frei seid und niemandem was schuldet, dann könnt ihr euch da in ein wildes Abenteuer stürzen. Aber auch dann wieder mit der Gefahr, dass ihr auf der anderen Seite in irgendeine Dreiecksgeschichte reingeratet. Deswegen passt da ein bisschen auf die Konsequenzen dessen, was ihr so tut. Aber spannend ist es auf jeden Fall. So, dann der 1. Mai. Die Sonne steht im Stier bei euch im 12. Haus, solange sie im Stier steht. Das kann auch heißen, dass ihr ein bisschen mehr Schlaf braucht,
dass ihr vielleicht euch ein bisschen schlapper fühlt als sonst, dann wartet einfach, bis die Sonne in den Zwilling geht und dann kommt die Vitalität auch zurück. Und dann haben wir ja die Venus, die den ganzen Monat über für euch in einem super Aspekt steht. Die steht im Widder und macht einen sehr schönen Aspekt auf die Zwillinge-Sonne. Zwilling und Widder sind sowieso zwei Zeichen, die sehr gut miteinander harmonieren. Also das ist auf jeden Fall auch wieder etwas, was eure Flirtbereitschaft und eure Lust an der Beziehung und an der Liebe deutlich steigert in diesem Monat. Und die erste Dekade bekommt diesen Aspekt vom 1. bis 10. Mai, die zweite Dekade vom 10. bis 27. Mai und die dritte Dekade dann vom 27. Mai bis 5. Juni. Also es ist natürlich sehr schön für die Geburtstagskinder, weil die dann die Venus jeweils in einem guten Aspekt zu ihrer Sonne haben. Dann haben wir den Merkur auch im 11. Haus für euch und der wird dann ab dem 3. Jahr auch wieder direktläufig. Das ist auch super. Sollte es also Missverständnisse im Freundeskreis gegeben haben, dann können die sich dann wieder klären lassen. Dann habe ich am 2. für euch einen Top-Tag gleich für Liebe und Freundschaft. Da steht nämlich dann der Mond sehr schön hier zu der Venus, die bei euch im Haus der Freundschaften steht. Also von daher, vielleicht lernt ihr jemanden kennen durch eure Freunde oder ihr fangt mit jemandem an zu flirten, den ihr eigentlich schon kennt und mit dem ihr schon befreundet wart. Ist auf jeden Fall ein schöner Tag für euch. Genau. Naja, und dann eben der Mars, ne, der für euch in den Zwillingen steht, den ganzen Monat über. Und zwar die erste Dekade Zwillinge bekommt diesen Aspekt bis zum 7. Mai, die zweite Dekade vom 7. bis 22. Mai und danach geht der Mars dann in die dritte Dekade des Zwillinge-Zeichens. Dann haben wir den Vollmond, der ist ja dann in der Nacht vom 10. auf den 11. Der findet jetzt für euch auf der Heilerachse statt und diejenigen, die vielleicht spirituell interessiert sind, können dann da vielleicht eine Erkenntnis haben über ihren spirituellen Weg oder über eine Heilung. Und die anderen erleben vielleicht, weil das hier auch das Haus des Jobs ist, dass sie in der Nacht nicht schlafen können und am nächsten Morgen im Job dann müde sind. Also da wisst ihr dann auf jeden Fall schon Bescheid, falls ihr nicht schlafen könnt, dass ihr dann am nächsten Tag euch nicht zu viel vornehmt am besten. Aber ich habe hier noch einen Top-Tag am 7. aufgeschrieben, sehe ich gerade, da gehen wir nochmal hin zurück. Ah ja, das ist sehr schön, da haben wir nämlich den Mond, der verbindet hier in dieser Spannung von Mars und Lilith, macht der schöne Aspekte. Das heißt also, das dürfte wirklich ein Tag sein, wo ihr eine sehr schöne Zeit mit einer Affäre habt. Vielleicht habt, das ist ein Sonntag, vielleicht wacht ihr mit einer neuen Affäre im Bett auf und oder könnt euch da Zeit nehmen für Sexualität und schöne Momente. Wenn es also gut läuft und keine Täuschungsgefahr da besteht, dann ist das bestimmt ein sehr schöner Tag für euch. Genau. So, dann haben wir ja am 11.05. diese Konstellation mit Mars, Neptun, die ist da exakt. Und gleichzeitig am 12., aber dann gleich schon ein Top-Tag für euch, weil nämlich dann ja hier der Mars ein Trigon, also einen guten Aspekt zu Jupiter bildet und der steht bei euch im Haus der Lebensfreude. Also Mars, Jupiter, das ist schon sehr sexy. Ja? Also diejenigen von euch, die jetzt jemanden kennengelernt haben oder in einer Beziehung sind, wo es auch gut läuft, die sollten sich da auch Zeit für die Liebe nehmen in dieser Zeit. Das ist ein Freitag, also das ist bestimmt ein sehr, sehr erotischer Tag für euch. Dann haben wir gleichzeitig hier noch die Auslösung mit dem Mond, der hier auf der Lilith steht. Auch nochmal die wilde Göttin betont und das Ganze im positiven Aspekt zur Venus und eben auch im positiven Aspekt zu eurem Zeichen. Also das ist schon irre prickelnd. Wenn ihr beachtet, was ich anfangs gesagt habe, also dass ihr da möglichst diese Täuschungsgefahr umgeht, dann könnt ihr das schon sehr, sehr, sehr genießen. Genau, so. Dann haben wir am 16. Mai noch einen wichtigen Übergang für euch. Da wechselt nämlich der Merkur das Zeichen und geht dann in den Stier und damit für euch ins 12. Sonnenhaus. Das ist dann wieder fast so ein bisschen wie, als wenn er rückläufig wäre. Auch da kann es sein, dass Sachen verloren gehen oder ihr Sachen vergesst. Andererseits kann es aber auch Informationen aus dem Hintergrund zu euch bringen, mit denen ihr gar nicht gerechnet hattet. Also das ist so eine Zeit, wo man dann am besten sich nicht unter Druck setzt, wenn einem Informationen fehlen, sondern sich einfach darauf verlässt, dass sie einem schon zugespielt werden, nur eben auf unerwarteten oder hintergründigen Wegen. Und dann ein bisschen Geduld, ne? Wenn ihr eine Entscheidung zu treffen habt, dann lasst euch ein bisschen Zeit damit.
Genau, der Merkur wird dann bis zum Rest des Monats im Stier bleiben. Dann am 19. beginnt ja die heiße Phase mit der Venus. Steht natürlich zu eurer Sonne wieder alles in super guten Aspekten. Venus geht also hier in die Opposition zu Jupiter und das Ganze für euch sehr vorteilhaft. Das kann also auch wieder neue spannende Begegnungen bringen für euch. Aber ich habe das ja gesagt mit den Bad Boys. Für euch könnte es da auch wieder das Problem sein, dass ihr da dann vielleicht einen festen Partner habt und im Flirt trotzdem anfangt und dann gibt es Ärger. Also da müsst ihr ein bisschen aufpassen. Das ist, glaube ich, für euch die größte Gefahr in der heißen Phase ab dem 19. bis zum Ende des Monats, dass ihr euch da vielleicht auf was einlasst, was bereits bestehende Beziehungen, vielleicht auch Freundschaften gefährden könnte. Ja? Also das ist wirklich super, super heiß für euch. Aber ihr müsst eben aufpassen. Es kann auch be zum Beispiel betreffen, dass ihr mit eurem gemeinsamen Partner was vorhabt oder auch vielleicht Anschaffungen vorhabt und dann lasst ihr euch ablenken durch eine Liebelei oder durch jemanden, den ihr spannend findet und dann gerät das alles ins Wanken. Also es ist schon nicht ganz ungefährlich. Am besten haben es wieder mal die Zwillinge, die ungebunden sind. Und die müssen halt nur wieder aufpassen, dass sie sich nicht auf einen Bad Boy einlassen. Und dann vielleicht in irgendwas reingezogen werden, was sie dann auch nicht wollten. Aber es gibt ja noch die Chance auf ein Happy End, da kommen wir gleich noch zu. Am 20. geht die Sonne erstmal in die Zwillinge, das ist natürlich top für euch. Dann beginnt der Zwillinge-Monat und die Vitalität ist groß und der Spaß und die Lebensfreude weiterhin hier in Kombination mit der schönen Konstellation von Jupiter und die Venus steht dabei noch im Widder. Toll für euch. Also top, top, top. Das ist wirklich eine super Konstellation. Und am Dienstag, den 23., ist dann auch ein Top-Tag für euch, wenn dann der Mond hier dieses Dreieck auch noch aktiviert. Und der Mondknoten, wenn der dann im Mai in den Löwen geht, steht auch gut zur Zwillinge-Sonne. Und hier dieses Dreieck, das ist so ein Hinweis darauf, dass es vielleicht doch noch ein Happy End gibt. Komme ich aber gleich noch zu. Dann haben wir erst noch den Neumond. Der ist am 25. und findet im Zeichen Zwillinge statt, damit also in eurem Zeichen. Das heißt, in den Wochen darauf geht es um euch selbst. Definiert mal für euch, wo ihr hin wollt, was ihr braucht, um euch gut zu fühlen, was ihr gestalten wollt in eurem Leben, auch wie ihr eure Beziehungen gestalten wollt. Jetzt kommt es dann auf euch selber an. Ja, das ist also wirklich ein spannender Neumond für euch. Und natürlich auch ein Neuanfang in der Partnerschaft, denn der findet ja in eurem ersten Haus statt und betont damit die ganze Partnerschaftsachse. Hier seid ihr, da ist die Partnerschaft, da ist auch die Lilith. Wer weiß, was da passiert ist in diesem Monat. Vielleicht ist irgendeine Sache aufgeflogen und jetzt müsst ihr da neu anfangen. Ist auf jeden Fall sehr, sehr spannend für euch. Genau, dann haben wir ja eben diese Konstellation, wo dann die Venus dieses Dreieck hier bildet, indem sie hier mit dem Uranus in die Konjunktion geht, zum Ende des Monats hin. Und das kann eben bedeuten, da habe ich am 31. auch nochmal, das ist auch nochmal ein Top-Tag für euch, wenn der Mond das hier auch aktiviert, das kann eben wirklich bedeuten, dass am Ende es doch gut ausgeht, dass auch ungewöhnliche Beziehungen ihren Sinn ergeben. Und weil Saturn beteiligt ist, tatsächlich auch aus einer Sache, die erstmal ganz ja, daneben erscheint, doch was Längerfristiges werden kann. Auch mit dem Mondknoten dabei, der ja Verbindung anzeigt und der Mars, der immer noch in eurem Zeichen steht, ist da mit eingebunden, sodass ihr, wenn ihr das vernünftig anpackt und euch auch traut und mutig neue Wege geht und vielleicht euch mutig in eine neue Beziehung stürzt, dann damit auch Erfolg haben könnt. Ja, das ist also besonders interessant für diejenigen, die eben jetzt jemanden kennengelernt haben, wenn sie dann auch die Hindernisse oder vielleicht die Heimlichkeiten noch aus dem Weg geräumt haben. Ihr seht schon, ihr lieben Zwillinge, das wird ein sehr, sehr spannender Monat für euch. Und ich freue mich auch, wenn ihr mir hier eine Rückmeldung gebt, vielleicht in einem Post hier auf YouTube, wie das jetzt so dann alles für euch gelaufen ist. Auf jeden Fall, wenn euch das jetzt zu spannend vorkommt, dann könnt ihr natürlich eine Beratung bei mir buchen. Dann schauen wir mal, wie das im individuellen Horoskop für euch alles so aussieht. Da schaut euch doch bitte mal auf meiner Homepage um. Da habe ich mein ganzes Beratungsangebot für euch beschrieben und ihr könnt die Beratung dann auch gleich buchen und bestellen. Und wenn ihr an der Verlosung teilnehmen wollt, es gibt diesmal wieder 15 Minuten Kurzberatung bei mir zu einem Thema eurer Wahl zu gewinnen.
dann braucht ihr mir einfach nur einen interessanten Kommentar zu posten, irgendwas Nettes und Spannendes und meinen Kanal zu abonnieren. Einfach hier klicken und dann seid ihr bei der Verlosung dabei. Und dann gibt es noch einen Akademietermin im Mai. Am 6. Mai startet mein Kurs zum Thema Liebe und Beziehung im Horoskop. Ist vielleicht auch interessant für euch. Damit wünsche ich euch nun alles Gute mit diesen prickelnden Sternen.